So ihr Lieben, es gibt tatsächlich neue Informationen zu Godzilla and Kong. Der Film, der uns jetzt ja dieses Jahr, ich meine es war im April erwartet, und erneut leaken oder spoilern uns jetzt hier geleakte Spielzeuge einige relativ wichtige Dinge. Hierbei sei aber auch gesagt, dass diese Spoiler möglicherweise auch gar nicht eintreffen. Ihr habt mir nämlich auch die Frage gestellt, Tobi, wie wahrscheinlich ist das denn, dass wirklich Spielzeugsets ganze Szenen aus Filmen spoilern können? Und die Antwort darauf ist sehr wahrscheinlich. Das Ganze ist schon öfter passiert. Ich werde hier im Video auch mal auf ein paar Beispiele eingehen, wo Spielzeuge bereits bestimmte Szenen oder auch Auftritte geleakt haben. Aus diesem Grund ist die Spoilerwarnung in diesem Video weiterhin sehr schwammig, denn der Film ist nun mal noch nicht im Kino. Das heißt, eventuell passiert das Ganze auch gar nicht so. Ich sage aber einfach ganz klar, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spielzeugset hier einige wichtige Dinge spoilert, ist sehr, sehr, sehr hoch. Dabei geht es unter anderem um den großen Climax im Film Godzilla and Kong, um eine Konstellation, die bestimmte Figuren betrifft und auch um einen Kaiju, der wohl mit dabei ist und den keiner von uns auf dem Schirm hatte. Deswegen seid hier gewarnt, es könnte hier zu sehr, sehr krassen Spoilern kommen. Außerdem will ich nochmal auf das Thema Warner Brothers eingehen und mal darüber reden, wie ihr es geschafft habt, über Nacht wirklich Urheberrechtsexperten zu werden. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ja, der letzte Satz eben gerade war so ein kleiner Seitenhieb, aber ich muss mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen, die zu häufig oder naja, zumindest relativ auffällig häufig unter meinem letzten Video erschienen sind. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass ich mit Warner Brothers so ein bisschen angeeckt bin, beziehungsweise sind die mit mir angeeckt, und es ging dabei um eine Urheberrechtsverletzung. Ich habe das Ganze auch komplett zugegeben, das war mein Fehler, das war meine eigene Schuld, das war eine saudumme Aktion. Ich habe dir das Video mal da oben verlinkt. Wenn du nicht weißt, worum es geht, kannst du gerade mal draufklicken. Tu mir aber dann bitte den Gefallen und spiel hier nicht den Möchtegern-Experten, was Urheberrechte angeht. Denn das ist mir sehr häufig aufgefallen. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich lästig, wenn man Kommentare liest von irgendwelchen Leuten, die dann meinen, dir Ratschläge zu geben, aber überhaupt nicht wissen, worum es überhaupt geht. Ich habe von Leuten wirklich auch gelesen, ich selbst habe nur preisgegeben, dass es sich bei diesem Urheberrechtsverstoß um zwei Bilder gehandelt hat. Es hat noch keine Sau erraten, um welche Bilder es sich hierbei wirklich gehandelt hat. Lustigerweise sind genau die Leute, die die falschen Bilder betiteln, die dafür in Frage kommen würden, genau die Leute, die jetzt meinen, mich beraten zu müssen, wie ich doch weiter vorgehen sollte. Ich habe bei über 500 Videos, nur in diesem einen Video jetzt hier, einen Riesenfehler gemacht. Deswegen wurde dieses Video von Warner Brothers rausgelöscht. Deswegen bitte hört auf, irgendwas zu spekulieren. Es ging um zwei Bilder. Ich habe mich dazu geäußert. Ich habe den Fehler eingestanden. Und hört einfach auf, wenn ihr von Sachen keine Ahnung habt, bitte irgendeinen Bullshit in die Welt rauszuposaunen. Man muss nicht immer eine Meinung zu irgendwas haben. Denn eine Meinung in Sachen Urheberrecht wird dann oft mal als Fakt oder als Wissen verpackt und dann eben auch so rausgeschmettert. Wenn du keine Ahnung hast von diesen ganzen Themen, ist es nicht schlimm. Überhaupt nicht. Ich habe es ja selber anscheinend auch nicht gehabt. Das ist so ein typisches Verhalten, dass dieses Video, was von Warner Brothers gelöscht wurde, aufgrund von einer ganz krassen, ganz klaren Urheberrechtsverletzung. Dieses Video wurde von knapp 12.000 Leuten gesehen, meine ich. 10.000 oder 12.000, ich habe irgendwie die beiden Zahlen im Kopf. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sagen wir einfach mal, es waren nur 10.000 gewesen. Von diesen 10.000 Aufrufen ist kein einziger auf die Idee gekommen zu sagen, Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Und kommt mir jetzt nicht mit, ja, ich habe es gewusst, habe aber einfach nur nichts gesagt. Und jetzt auf einmal, wo ich dazu ein Statement gemacht habe, kommen immer wieder Leute an, die sagen, na, da hast du halt mal einen Fehler gemacht. Ich hätte dir das vorher sagen können. Ach, das hättest du eigentlich wissen müssen. Es hat keiner von euch gerafft. Mit ein paar von euch habe ich da genauer drüber geschrieben. Ein paar von euch, eine Handvoll, wissen exakt, worum es da ging. Und die haben sogar zugegeben, okay, das hätte ich jetzt aber so auch nicht gedacht, dass da so ein Aufriss gemacht wird. Das ist eher eine ehrliche Antwort, weil ich glaube, die meisten kommen nicht drauf, dass das wirklich der Grund ist, warum so ein Video mit einem dicken Strike auf YouTube rausgehauen wird. Das ist einfach nur mal dazu. Ich werde dazu auch gar kein Video mehr machen. Ich wollte ursprünglich nochmal auf die beiden Bilder eingehen, die ich gepostet habe, um dann mal zu sagen, okay, um diese Bilder ging es. Ich werde das gar nicht mehr machen. Das ist mir jetzt irgendwie auch zu blöd, weil es ist halt immer, ist es halt immer wieder dasselbe, immer wieder dann diese Experten, die aus dem Nichts rauskommen. Und ihr meint es ja gar nicht böse, ihr meint es wirklich nicht böse. Aber ich denke mir das immer wieder, wenn du doch irgendwas nicht weißt, dann sag's doch einfach. Oder sag einfach gar nichts dazu. Du musst doch jetzt nicht aus Zwang versuchen, dir irgendwas aus dem Arsch zu ziehen und
Ich habe da inzwischen auch ein paar Kommentare löschen müssen, weil das wirklich einfach Falschaussagen sind zu Sachen Urheberrecht. Das sind einfach falsche Dinge, die dargestellt werden. Ja, man weiß doch. Wenn Aussagen schon mit ja, man weiß doch anfangen. Dumm. Das ist einfach nur ganz kurz dazu. Deswegen lasst es einfach sein. Ich kläre das alles für mich persönlich ab mit Warner Brothers. Ich habe da auch schon Kontakte aufgenommen, wo ich dann wirklich Expertenmeinung dazu mir einhole. Ich bin da schon dabei. Und das ganze Thema ist jetzt erstmal gegessen, solange ich eben diese Bilder nicht noch einmal verwende, passiert da auch erstmal nichts. Fangen wir jetzt einfach mal mit dem eigentlichen Thema dieses Videos hier an. Und ja, ich darf dieses Video machen tatsächlich, denn die Spielzeuge, um die es hier geht, sind bereits geleakt oder eben auch veröffentlicht worden. Die bieten uns zum einen genaueren Blick auf Figuren wie zum Beispiel auch Shimo selber unter anderem und zeigen uns bestimmte Szenen. In dieser Hinsicht jetzt nochmal eine kleine Spoilerwarnung. Ich gehe jetzt aber mal ganz kurz auf andere Sets ein, Spielzeugsets, gerade Lego-Sets, die bestimmte Szenen gespoilert haben. Nur um da mal klarzustellen, dass das hier ganz klar Spoiler sein können. Erinnern wir uns mal zurück an den Trailer zu Batman wie Superman. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Film rausgekommen ist. 2012, 13 um den Dreh rum, kann das irgendwie sein. Ist auch vollkommen irrelevant. Auf jeden Fall haben wir da in einem der Trailer gesehen, wie Batman gegen diese Parademonen kämpft, in so einem Wüstenszenario. Und die Leute waren schon ganz nervös und haben sich gedacht, okay, das ist schon so ein richtiges Kriegsszenario. Dann taucht noch Superman auf und konfrontiert scheinbar auch Batman in dieser Wüstenstadt, in diesem Wüstenszenario. Und dann kam Lego an und hat ein Set herausgebracht, das einfach hieß Batman's Nightmare. Das Set hieß Batman's Albtraum. Und was war das im Endeffekt gewesen für eine Szene? Es war ein Albtraum von Batman. Man kann jetzt zwar im Nachhinein sagen, naja, eigentlich war es ja mehr als nur ein Albtraum, aber jetzt ganz grob heruntergebrochen, war das ein Albtraum von Batman gewesen. Ebenfalls wurde das Design des Indominus Rex bereits geleakt durch ein Spielzeug von Jurassic World, bevor der zweite Trailer zu Jurassic World erschienen ist und das ebenfalls getan hat. Um beim Thema Jurassic World zu bleiben, es gibt ein Set von Jurassic World Dominion, das uns ein Szenario zeigt mit einem Pyroraptor und einem Dilophosaurus. Und da könnte man jetzt sagen, ja gut, das ist ja kein Leak oder kein Spoiler, weil das ist ja nie so passiert. Hätte aber eigentlich passieren sollen. Diese Szene hätte ursprünglich gefilmt werden sollen und uns zeigen sollen, wie der Pyroraptor gegen einen Dilophosaurus kämpft. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in einem Deleted Scenes Video zu Jurassic World Dominion. Das habe ich dir mal da oben verlinkt, da haben wir alle gelöschten Szenen mal besprochen. Das heißt, auch das wäre eigentlich ein Spoiler gewesen, der aber eben rausgeschnitten wurde. So gehen wir jetzt auch hier ran. Das heißt, diese Spielzeugsets können eventuell Spoiler sein oder vielleicht auch eben genauso mit einwirken, wie es eben jetzt das Jurassic World Dominion Set gemacht hat und einfach nicht so im Film passieren. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, aber es kann natürlich zu Spoilern kommen. Seid euch dessen auf jeden Fall bewusst. Deswegen, wenn jetzt hier irgendjemand rummeckert von wegen, du spoilerst ja schon wieder, ey, dann, denn jetzt kann es hier zu Spoilern kommen. Ein letztes Mal, letzte Warnung. Und zwar geht es hierbei um diese beiden Sets. Die zeigen uns zum einen Kong, der gegen einen Scar King kämpft, unten in der Hollow Earth. Und wir haben jetzt hier auch so ein paar bestimmte, ja, so kleine Pfeilchen, die uns auch bestimmte Sachen näher beschreiben. Und wir gehen darauf mal ganz kurz ein und gucken mal, ob wir da irgendwas rausziehen können, worum es sich denn bei diesen Waffen oder Details genau handelt. Interessant hierbei ist zum Beispiel der Handschuh von Kong, der inzwischen auch einen Namen hat. Das ist der Beast Glove, also der Bestien, der Beast Handschuh. Und der ist schon fast wie eine Waffe betitelt. Ihr habt mich darauf hingewiesen, Tobi, es gibt wohl eine Variante von Kong in irgendeinem Film, wo Kong, und schreibt es mir nochmal in die Kommentare unten rein, wie genau das jetzt gewesen ist, mit einem Handschuh Blitze schießen oder Blitze abwehren kann. Eins von beidem habt ihr mir auf jeden Fall jetzt schon öfter geschrieben. Da könnt ihr vielleicht nochmal in den Kommentaren unten drauf eingehen. Das könnte eine Referenz daran sein. Auf der anderen Seite schauen wir uns gerade nochmal die Waffe von Scar King an. Denn hier haben wir die ominöse Peitsche. Wo auch viele gesagt haben, ja, es ist einfach nur eine Peitsche. Wie kommst du darauf, dass diese Peitsche magische Fähigkeiten hat, um Kaiju zu kontrollieren? Diese Aussage von mir stammt von einer Theorie. Das habe ich zwar auch öfter erwähnt, allerdings kann es immer noch sein, dass auch diese Theorie einfach falsch ist und wir hier eine ganz normale Waffe haben. Ich habe allerdings eine weitere Theorie von euch. In diesem Set sehen wir ja, dass wir Kong gegen Scar King kämpfen sehen. Solche Sets in der Regel werden so aufgebaut, weil diese Szenarien dann auch wirklich im Film passieren. Das heißt, es gab den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex bereits bevor Jurassic Park 3 im Kino gelaufen ist. Es gab das Set Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon Jinn bereits bevor Star Wars Episode 1 im Kino gelaufen ist.
solche Sets spoilern manchmal ganze Szenen. Und sollte das hier wirklich stimmen, könnte man so darauf eingehen, dass dieser Handschuh von Kong eventuell dafür genutzt wird, um die Peitsche von Scar King abzuwehren. So, jetzt ist hier allerdings die Peitsche von Scar King auch einfach nur als Peitsche betitelt, nicht mehr. Allerdings haben wir hier auch Pfeile, die uns zeigen, dass die Kristalle, die dort überall wachsen, die ja auch hervorstechen, dass auch die einen bestimmten Namen haben. Und zwar sind die hier betitelt als Hollow Earth Crystal. Ist jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches, es sind also Kristalle aus der Hohlerde. Ich habe mir dabei gedacht, was ist aber, wenn diese Kristalle, die scheinen ja irgendeine große Rolle im Film zu spielen. Die sind sehr auffällig auf dem Trailer auch zu sehen. Wir sehen diesen Kristallglanz auch in dieser Stadt der Menschen in dieser unterirdischen. Es wird mit den Kristallen irgendwas auf sich haben. Wir wissen, dass Kong mit der Macht der Hohlerde seine Axt aufgeladen hat, beziehungsweise hat Kongs Axt diese Fähigkeit, atomare Energie zu absorbieren, durch die Hohlerde bekommen. Was ist, wenn dafür auch zum Teil diese Kristalle verantwortlich sind? Und was ist, wenn Scar Kings Peitsche ebenfalls erst im Laufe der Geschichte beginnt, diese Fähigkeit zu erlangen? In diesem Fall könnte die Peitsche wirklich die Fähigkeit besitzen, durch bloße Berührung, ähnlich wie Wonder Woman's Lasso, was sich gerade sehr bescheuert anhört, aber die Peitsche könnte in der Lage sein, durch bloße Berührung Kaiju zu kontrollieren. Deswegen würde es Sinn machen, dass Kong hier gegen Scar King kämpft, weil er eben diesen Handschuh hat, der die Peitsche abwehren könnte. So würde Kong von der Peitsche nicht berührt werden und wäre eben immun gegen Scar Kings Kontrolle. Im Hintergrund sehen wir dann noch zwei Lava-Sets, die ebenfalls betitelt sind als Lava-Falls, also eben als Lava-Fälle, Lava-Wasserfälle. Lava-Fälle. Und auch das, habe ich mir zuerst gedacht, würde zu einer Szene passen, die wir auch im Trailer schon gesehen haben, nämlich zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Scar King und Kong. Allerdings hat Kong in diesem Trailer erstens diesen Handschuh noch nicht und zweitens gab es da auch keine Lavafälle im Hintergrund. Aus diesem Grund könnte es sehr gut sein, dass dieses Spielzeugset uns jetzt hier den finalen Climax dieser beiden gegeneinander kämpfenden Titanen gespoilert hat. Switchen wir gerade mal rüber zu dem anderen Set. Hier wird es nämlich auch sehr interessant. Hier haben wir jetzt nämlich Godzilla und Shimu, die sich ebenfalls in einem Kampf gegenüberstehen. Und auch hier gab es ja schon die Theorie von mir und auch von euch, dass Godzilla Evolved entstehen muss, weil er eben den Heat Ray Breath hat. Und ihr habt gesagt, den gab es bei Toho früher ja auch schon, bei Monsterverse allerdings noch nicht. Und der neue Atomic Breath von Godzilla ist ja ganz klar ein Hitzestrahl. Jetzt haben wir hier auch die Attacke beschrieben bekommen, die Shimu ausschießen kann, nämlich den Frostbite Breath. Also wir haben jetzt hier den Heat Ray Breath gegen den Frostbite Breath. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, es gibt ein Muster, das sich hier langsam abzeichnet. Wir gehen darauf gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Des Weiteren haben wir noch den Namen Godzilla Evolved eben betitelt, den kannten wir aber auch schon. Wir haben unten endlich den Namen Shimu stehen. Ganz klar zu erkennen, das Vieh heißt Shimu. Wer noch einmal reinschreibt, nö Tobi, das heißt Shimu, dann echt, ich kann dir auch nicht mehr helfen. Und ganz im Hintergrund, hinter diesen zwei kämpfenden Kaiju, sehen wir etwas sehr Interessantes. Ein Knochenskelett, das hier betitelt ist als Two-Piece Bone Cage Diorama. Ein zwei Stücke Knochenkäfig. Und ich glaube tatsächlich, dass das ebenfalls ein Spoiler ist. Lass uns erstmal ganz kurz die Szene an sich besprechen. Es gab die Theorie, die besagt hat, dass der große Finalkampf ein Doppelkampf werden wird. Wir haben einmal Kong, der aus bestimmten Gründen mit Scar King aneinander gerät. Das sind ja auch beide die Kong-Spezies. Dass die irgendwas miteinander zu tun haben, macht auch Sinn. Die Theorie besagt ebenfalls, dass Godzilla und Shimu beide der Godzilla-Spezies angehören und dass die beiden auch aneinander geraten. Warum auch immer. Diese Spielzeuge jetzt scheinen genau das zu bestätigen. Wir sehen hier genau diesen Kampf, der als Endfight bereits in einer Theorie in einem angeblichen Leak betitelt wurde. Der Bone Cage im Hintergrund könnte uns eine Antwort darauf geben, wo denn Shimu die ganze Zeit über gewesen ist. Ich habe schon mal irgendwo eine Aussage gelesen, auch nur eine Theorie, wo es darum ging, dass Shimu möglicherweise extrem anfällig ist für diese Macht in der Hohlerde und dass deswegen diese Peitsche auch nicht bei jedem Kaiju funktioniert oder diese Macht, aber bei Shimu eben ganz extrem aus irgendwelchen Gründen. Das könnte jetzt hier ebenfalls darauf hindeuten, dass Shimu sich die ganze Zeit lang in diesem Knochenkäfig befunden hat, der aus demselben Kaiju-Knochen besteht, aus der auch die Peitsche von Scar King besteht. Und wenn das wirklich diese Macht ist, die in dieser Peitsche drin schlummert, die aus der Hohlerde kommt, auf welche Shimu eben so extrem reagiert, würde es Sinn machen, dass Scar King Shimu bereits, während der Film beginnt,
oder während Godzilla vs. Kong schon spielt, in diesem Käfig eingefangen hat und dass Shimo irgendwie wieder rauskommt. Warum Shimo jetzt gegen Godzilla kämpfen soll, keine Ahnung. Ich glaube weiterhin, dass Shimo hier nicht böse ist, aber das Vieh wird eben einfach missbraucht und kontrolliert und ich glaube, deswegen kommen dann eben die Kämpfe hier zusammen. Deswegen glaube ich, ja, die Spielzeuge spoilern uns hier ganz klar den finalen Kampf Kong gegen Scar King und Godzilla gegen Shimo. Und jetzt kommen wir zu einem, das ist meiner Meinung nach ausgeschlossen, dass wir jetzt hier ein Spielzeug bekommen, das so nicht im Film auftauchen wird. Ich meine, es gibt immer wieder mal Spielzeuge zu bestimmten Filmen, die dann im Film überhaupt nicht auftauchen. Gucken wir uns mal Jurassic Park an. Da gab es im Set von Jurassic Park 1, gab es da bereits Pteranodon. Im ersten Jurassic Park Film waren keine Pteranodon. Es gab Alan Grant mit einer Panzerfaust. So, das ist ja alles nicht passiert. In diesem Fall allerdings haben wir auf der Rückseite einer Spielzeugverpackung haben wir sämtliche Kaiju aufgelistet, von denen wir entweder wissen, dass sie im Film sind oder von denen wir auch schon gesehen haben, dass sie im Film sind. Unter anderem den kleinen Scar King, ich weiß, der hat inzwischen auch einen Namen, ich habe ihn wieder vergessen. Scar King selber, Kong, Godzilla, hier Duck ist ja wohl auch wieder mit am Start in der Hollow Earth. Ist ja auch so ein Fanliebling. Die Warbats werden wohl wieder auftauchen. Diese Hunde sind wohl auch da mit aufgelistet. Und, Achtung, Riesenspoiler, Mothra. Mothra ist mit bei diesen Spielzeugen aufgelistet. Und ich hatte mal die Theorie geäußert, dass ich das Gefühl habe, dass das ganze Szenario mit den Menschen und mit dem kleinen Mädchen, die auch dann im Trailer an diese Wand greift, dass das irgendwas mit der Wiedererweckung von Mothra zu tun hat. Und da habt ihr mir noch geschrieben, ah nee, komm, du hast auch schon Mothra bei Minus One vermutet und den Spinosaurus hast du auch in Jurassic World Dominion vermutet. Jetzt haben wir aber hier das Spielzeug. Und das ist das einzige Spielzeug, das wir so weder bestätigt noch im Trailer gesehen haben. Alle anderen Figuren gibt's ja so im Trailer oder eben wurden schon bestätigt. Es wäre jetzt ein komischer Zufall, wenn ausgerechnet Mothra die einzige Figur wäre, die zwar als Spielzeug erhältlich ist, die aber so nicht im Film auftaucht. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, diese Spoiler sind wirklich Spoiler? Glaubst du, das Ganze wird so passieren? Oder bist du der Meinung, na, das kann auch irgendwie alles anders sein? Wir wissen es eben noch nicht. Schreibt mir auf jeden Fall deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.